Da sind wir wieder. Star Wars Jedi Fallen Order auf meinem Kanal. Ja, bei der letzten Folge haben wir herausgefunden, dass wir von unserem Meister können wir jetzt auch auf Wände laufen. Auf Wände. So. Auch nicht schlecht. Dann wollen wir mal zurück. Dann versuchen wir es mal. Das klappt doch gut. Hey! Was haben wir gefunden? Okay. Gucken, was das hier ist. Ja, sehr gut. Von da sind wir gekommen, ne? Oder? Warte mal. Von da oben. Ja. Versuchen wir hier hoch zu kommen. Wow. Ja, könnte besser sein, aber naja. Da verstecken die sich alle, du. Schon wieder welche. Siehst du wohl. Okay, wir müssen jetzt da hoch. Wollen wir mal. Das wird jetzt interessant. Los geht's. Nein, nein, nein. Oh, nee. Ha. Sehr schön. Ich dachte erst, man kann irgendwie, man muss irgendwie anders rum. Wettrennen? Wow, dann los. Jetzt geht's. Wir sind noch nicht fertig. Okay, okay. Wahrscheinlich hättest du gewonnen. Wahrscheinlich. Wahnsinn. Schon nicht schlecht. Symbole. Einmal scannen. Geht's dir gut, BD? Gut gemacht. Wer du auch bist. Die Prüfung, die ich hinterließ, hast du bestanden und hast Zugang zum Gewölbe und dieser Aufnahme, einem von vielen verschlüsselten Logs gespeichert in diesem Droiden. Ich bin Meister Ino Cordova. Ich kenne vielleicht deinen Namen nicht, aber deine Aufgabe.
Das Schicksal des Ordens der Jedi liegt in deiner Hand. Dieser Ort, dieses Gewölbe ist ein heiliger Tempel. Erbaut von einer vergangenen Zivilisation namens Sepho. Ich meditierte hier und erhielt eine Vorahnung durch die Macht, eine Vision des Untergangs. Ich platzierte in diesem Gewölbe ein Jedi-Holokron. Es enthält eine Liste der Namen und Aufenthaltsorte junger Machtbegabter aus der gesamten Galaxis. Vor dir befindet sich die innere Kammer des Gewölbes, aber auch ein weiterer Test. Ich vertraue das Holokron nur jemandem an, der meinem Weg gefolgt ist und ihn auch versteht. Suche die versteckten Gräber der drei Weisen und lerne die Geheimnisse der Macht wahrzunehmen, so wie es einst die Sepho taten. In diesem Droiden findest du alles Nötige, um bei dieser Reise erfolgreich zu sein. Geh zur Heimatwelt der Sepho. Dort wirst du Frieden finden im Auge des Sturms. Viel Glück, Jedi. Und möge die Macht mit dir sein. Dann warst du wohl der jemand, den ich treffen sollte. Weißt du, ich war allein und das... Tja, ziemlich lang. Ohne jede Aufgabe, nur versteckt. Das ist kein Leben. Nicht für einen Jedi oder einen Droiden. Vielleicht hat es hier recht. Das Verstecken hat ein Ende. Hey, kommst du mit zu ein paar Freunden von mir? Reiseziel freigeschaltet. Sepho? Schauen wir mal nach. Mein Freund, ich bin Jedi-Meister Ino Cordova. Das Bogano-Gewölbe der Sepho, Jahrtausende alt, gewährte mir eine Vision vom Ende der Jedi. Zum Schutz des Ordens habe ich ein Holokron mit Namen und Orten... Ja. Wollen wir mal. Wer da nicht Platz ankert... Hat. Von da kamen wir ja, ne? Kannst du mir mal helfen? Vielen Dank. Flora und Fauna. Was ist das? Gefunden, was ich sehen sollte. Hört sich ganz so an. Wir warten. Oh oh. Schöne Kröte hier. Schnell. Der da hinten, der ist ein bisschen... Naja, egal. Schauen wir mal nach. Wir laufen mal hier durch die ganze... Ja, kann man sagen, Insel. Hat er gesagt... Jetzt alles gesehen, was er sehen will. Nein, so doch nicht. Das wollte ich überhaupt nicht.
Oh, wir müssen zurück. Gehen wir nochmal zurück. Das war knapp. Wir meinten ja, dass sie auf uns warten. Da hinten eigentlich, da leuchtet was. Gehen wir erstmal hoch wieder. Hier konnte man da klettern. Ach, da ist das Schiff. Alles klaro. Wir müssen mal gucken. So, geht's. Wir sind dahin. Nein. Entweder. Könnten, ja, gut, ein bisschen runter. Waren wir da schon? Jetzt ganz nach oben. Oh ne, nicht schon wieder. Wir gehen mal außen rum. Oh Mann, ich muss niesen. Oh, ja, Gesundheit. Gesundheit, Gesundheit. Nee, es geht nicht. Wir müssen noch höher. Diese Tasche stammt von Coruscant. Der Rat der Jedi hatte ihn frustriert. Nee, das geht nicht. Das Licht. Nee, nee, nee. Ja, wie kommen wir jetzt da hoch? Nee, meditieren will ich jetzt nicht.
Unten waren wir ja schon. Nein, das wollte ich nicht. Na gut. Da konnten wir letztens nicht hin, glaube ich. Jawohl. Nee, von da kamen wir ja. Ich glaube, wir müssen einen anderen Weg finden. Aber der führt ja nur dahin. Geht's gut, BD1? Nochmal raus. Das ist doch einfach. Kann man nicht klettern? Mensch, du, das kostet alles Zeit. Ja, können eigentlich auch springen. Ah, fast geschafft. Vielleicht mit mehr Anlauf. Da wieder so ein. Ach Mensch. Die versuchen es. Das sind ein paar Meter, sind das. Ich meine ja, irgendwie oben kann man das ja... Das ist ja so ein Generator. Wir finden das schon, keine Sorge, aber... Ja, das muss eigentlich nur drinne sein. Und da oben kamen wir. Naja, erstmal kämpfen wir. Kann nur da sein. Ich weiß aber nicht, wie man da hochkommt momentan. Ach. Das wollte ich nicht. Man kann ja irgendwie springen. Nee, da waren wir auch schon.
Ja, Entschuldigung, Leute, dass das jetzt so eine Folge ist, aber wir müssen halt suchen. Oder nicht. Ach, das ist doch scheiße. Sinn. Okay, gut. Dann sage ich mal, ich schaue dann mal nach, wie es weitergeht, weil momentan weiß ich nicht. Das kann eigentlich nur da sein. Hier oben. Oder ich habe was übersehen. Aber naja. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge von Star Wars Jedi Fallen Order. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bleibt dran.